Hallo, mein Name ist Michael und mit meiner Mianjo, einer 34 Fuß Dena, bin ich den ganzen Sommer auf der Ostsee unterwegs. Dieses Jahr geht es für 10 Wochen Kurs Nordost. Ich will die skandinavischen Schären sehen, ich will in kleinen Buchten ankern und ich will meine Mianjo direkt am Ufer festmachen. I've been a vagabond drifter. I'm just taking one step at a time. Durch das schlechte Wetter, was hier durchgezogen ist, musste ich hier abwettern. Wir hatten hier über 40 Knoten in Böen. Haben wir hier nichts von gemerkt, weil Kalmar der Hafen sehr geschützt liegt. Hier sind hohe Gebäude von der Universität drumherum. So sieht es jetzt hier aus auf dem Kalmarsund. Heute geht es von Kalmar runter in die Südschären und ihr seht, es ist nicht warm. So, hier ist jetzt etwas Konzentration angedacht. Das ist hier noch sehr, sehr schmal. Ab und zu mal eine Tonne, aber... So, verzeiht mir, wenn ich euch nicht anschaue, aber ich peile hier so ein bisschen das Fahrwasser, weil wir hier durch das Schärenfahrwasser nach Karlskrona heute Morgen fahren. Heute Morgen ist wieder kurze Hose, T-Shirt ohne Socken und das macht meine Laune gleich wieder besser und froh. Es ist irgendwie ganz herrlich, nur eine leichte Schleierbewölkung und ich fahre jetzt hier durch das Schärenfahrwasser und nehme euch ein paar Eindrücke mit, bis wir in Karlskrona sind. Das sind 10 Meilen, das ist um die Ecke. Die Südschären haben einen völlig anderen Charakter als die Ost- und die Westschären. Die Südschären in Schweden sind bewaldet, sind nicht so steil, nicht so schroff, nicht so zerklüftet. In den engen Fahrwassern, wie man hier sieht, lebt der Schwede auch gern seinen Hang zur Geschwindigkeit aus. Sehr zum Leid eines kleinen Seglers, der dann in der Bugwelle tanzt und dem dann der Baum um die Ohren fliegt. Vor Karlskrona gab es noch eine Brücke zu meistern. 18 Meter waren eingezeichnet und mit meiner Mianjo liege ich ungefähr bei 15 Meter. Genauere Berechnungen habe ich mir erspart. Passt da auf jeden Fall sauber. Kalmar besitzt insgesamt 5 oder 6 Sportboothäfen, von denen ich den Haupthafen, den größten, angelaufen habe. An der Hafeneinfahrt lag direkt ein etwas betagtes, verrostetes und definitiv nicht mehr im Betrieb befindliches Fährboot, was mich irgendwie an den Walt Disney Klassiker Bianca und die Mäusepolizei erinnerte. Dir gefällt mein Video? Das ist klasse und für mich eine Riesenmotivation. Wenn du magst, spende mir doch einen Kaffee für die nächste Pause beim Filmen oder Editieren. Der Link dazu hier im Video und unten in der Beschreibung. Wie in vielen anderen schwedischen Häfen auch, wurde ich hier auf dem Steg von der Hafenmeisterin, einer jungen Studentin, in den Semesterferien empfangen und gleich ein Platz zugewiesen.
Über mich ging es erstmal zum Abendessen und ich genoss den Ausklang des Tages. So, heute sind wir in Karlskrona. Habe ich schon gestern festgemacht. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit in die Stadt. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Bin richtig gespannt. Das ist ein altes Städtchen, wurde damals als Militärhafen gegründet von Karl dem Sohn so viel. Und davon ist wohl auch noch viel da und außerdem sehr pittoresk. Schauen wir es uns mal an. Seit 1998 zählt Karlskrona zum Weltkulturerbe der UNESCO. Na gut, mit der Info erwarten wir mal einiges. Die Stadt wurde 1679 von König Karl dem 11. als Hauptstützpunkt der schwedischen Flotte gegründet. Früher waren mal 10.000 Menschen auf den Werften und bei der Marine beschäftigt, heute sind es noch um die 700. Unter dem Stordorget, dem Marktplatz hindurch, läuft ein stillgelegter Eisenbahntunnel. Auf dem Marktplatz befindet sich die Kirche Friedrichskirkan, eingeweiht 1744. Schräg gegenüber liegt die Dreifaltigkeitskirche der deutschen Gemeinde. Die hat mich mehr interessiert. Sie ist 1790 bei einem Stadtbrand komplett zerstört worden und wurde dann nicht in Holz, sondern in Stein wieder aufgebaut. Die Tourist Information sagte mir, von Dragaksgö-Wagen auf der Insel Saltö hat man einen hervorragenden Blick auf die gegenüberliegende Kleingartensiedlung Brändaholms Kolonistigur. Das Motiv ist eines der populärsten schwedischen Postkartenmotive. Also gut, für das Motiv und für euch ist mir kein Fußmarsch zu viel. Dass dieser Fußmarsch aber ca. 8 Kilometer lang werden würde, wusste ich zum Glück nicht vorher. In den beiden Altstadtteilen Saltö und Björkholm liegen so kleine, alte Holzhäuser, die früher von den Werftarbeitern bewohnt wurden. Heute stehen die pittoresken Häuschen unter Denkmalschutz und sind ziemlich teuer. Dass sie immer noch so gut erhalten sind, liegt an dem hochwertigen Holz, das die Arbeiter auf den Werften unter der Hand organisieren konnten. Ich erholte mich zumindest jetzt erstmal von dem langen Fußmarsch. So, wir haben jetzt Dienstag und ich bin unterwegs in die nächste Ankerbucht. Leider ist der Wind heute mal wieder total schwächer. Ich habe irgendwie zurzeit die Seuche. Entweder ist es zu viel, dass es schon wieder unangenehm wird, oder aber es ist so wie heute, ein Teich, nix. Leider läuft der Motor, ich habe einen Stützsegel oben und Motore hier so an den Scheren außen vorbei. Ich habe das Fahrwasser jetzt außen rum genommen, weil innen durch das Fahrwasser wäre eine Brücke gewesen und die hätte öffnen müssen. Da sind zwei Yachten drauf zugehalten heute Morgen. Ich hatte keine Lust, das erstmal nachzublättern, wann die denn aufmacht und wann die ja nicht aufmacht. Hier außenrum ist auch nett. Der Plan ist jetzt heute, die Ankerbucht zu machen. Die nächste Ankerbucht habe ich schon streichen müssen. Dann geht es gleich nach Hanö. Hanö nach Simrishamn und dann nach Ystad. Wir müssen dann Ystad auch schon rechtzeitig erreichen, weil dann wieder was durchzieht. Wir müssen in Ystad mindestens einen Tag warten, wenn nicht sogar zwei, um den Wind durchziehen zu lassen. Und dann könnten wir mit etwas Glück Ostwind haben und von dem Wind schön nach Dänemark gepustet werden. Soweit ist der Plan. Was letztendlich draus wird, werden wir sehen. Hier geht es jetzt rein, am Leuchtturm drumherum. Und dann muss da hinten irgendwo meine Ankerbucht liegen, von der ich hoffe, dass noch keiner an meiner Boje liegt. Dann brauche ich nämlich nicht zu ankern. Das Glück war gegen mich, die Ankerboje schon belegt. Aber ich habe hier einen Anker dabei und ließ den fallen. So, das ist meine Ankerbucht für heute Nacht. Ganz hügelig hier. Ich sitze gerade im Cockpit in der Sonne. Da hole ich mich von dem Schrank, dass ich mein Handy verlegt hatte. Sehr schön hier. Wahrscheinlich die letzte Ankerbucht hier oben.
Diesen Abend in der Ankerbucht genoss ich noch einmal in vollen Zügen. Ich saugte alles in mich auf, die friedliche Atmosphäre, das Ufer, die Insel, all diese Abendstimmungen, die man nur in einer kleinen Ankerbucht haben kann. Dafür war ich nach Schweden gefahren, für diese kleinen Buchten, für die Einsamkeit, für das Alleinsein, für das Genießen der Natur. Und ich hatte es gefunden, in meinem schwedischen, skandinavischen Abenteuer. Und mir war klar, dass dies wohl die letzte Ankerbucht ist, bevor es dann wieder zurückgeht in heimische Gefilde. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr zu Schweden steht. Weit weg oder Traumziel oder beides. I've been a vagabond drifter. I'm just taking one step at a time.